Am Schlagbaum hielt die Postkutsche an. Emma band ihre Überschuhe auf, zog andere Handschuhe an, rückte ihren Schal zurecht und wenig später stieg sie aus der Schwalbe aus. Aus Angst, man könnte sie sehen, machte sie einen Umweg. Sie irrte durch dunkle Gassen und kam völlig erhitzt unten an der Rue Nationale in der Nähe des Brunnens heraus. Dort befindet sich das Viertel des Theaters. Es roch nach Absinth, Zigarren und Austern. Sie bog um die Ecke und erkannte Leon an den lockigen Haaren, die unter seinem Hut hervorlugten. Leon ging auf dem Trottoir weiter. Sie folgte ihm bis zum Hotel. Er ging hinauf, öffnete die Tür, trat ein. Was für eine Umarmung! Dann, nach den Küssen, sprudelten die Worte hervor. Sie sprachen über den Kummer der vergangenen Woche, über Vorahnungen und Sorgen wegen der Briefe, aber jetzt war alles vergessen und sie blickten einander an, lachten voll Wollust und Zärtlichkeit. Das Bett war groß, aus Mahagoni und in der Form eines Nachens. Die Vorhänge aus roter Seide, die von der Decke herabreichten, bauschten sich ausladend wie ein Baldachin. Aber nichts auf der Welt war so schön wie ihre braune Haarpracht und ihre weiße Haut, die sich von dieser purpurroten Seide abhoben, wenn sie voll Anmut ihre nackten Arme übereinander schlug und ihr Gesicht in den Händen verbarg. Diese warme Suite mit ihrem dezenten Teppich, ihrer leicht frivolen Ausstattung und ihrem sanften Licht schien wie geschaffen für die Vertrautheit der Leidenschaften. Wie liebten sie dieses gute Zimmer voll Heiterkeit, trotz seiner etwas verblassten Pracht. Jedes Mal fanden sie die Möbel an ihrem angestammten Platz und manchmal auch die Haarnadeln, die sie donnerstags zuvor unter dem Sockel der Standuhr vergessen hatte. Sie frühstückten am Kamin, an einem kleinen, mit Palisander eingelegten Tischchen. Sie gingen so völlig in ihrem gegenseitigen Besitz auf, dass sie das Gefühl hatten, in ihrem eigenen Haus zu leben und bis zum Tod wie zwei ewig junge Eheleute hier verweilen zu können. Sie sagten, unser Zimmer, unser Teppich, unsere Sessel. Und sie sagte sogar, meine Pantoffel. Ein Geschenk Leons, das sie sich gewünscht hatte. Es waren Pantoffel aus rotem Satin, eingefasst mit Schwanenfedern. Wenn sie sich auf seinen Schoß setzte, ließ sie ihr Bein baumeln und das niedliche Schuhwerk, das keine Ferse hatte, hielt nur an den Zehen ihres nackten Fußes. Er genoss zum ersten Mal den unaussprechlichen Reiz weiblicher Vornehmheit. Nie zuvor war ihm diese Anmut der Sprache, diese Eleganz der Kleidung, diese Pose eines schläfrigen Täubchens begegnet. Er bewunderte die Überschwänglichkeit ihrer Seele und die Spitzen ihres Unterrocks. War sie nicht eine Frau von Welt und eine verheiratete Frau, eine wahre Geliebte also? Sie war die Liebende aller Romane, die Heldin aller Dramen, das ungenannte weibliche Wesen aller Gedichtbände. Aber sie war darüber hinaus ganz und gar Engel. Sie nannte ihn Kind. Kind, liebst du mich? Seine Antwort drang kaum an ihr Ohr, so stürmisch stürzten sich seine Lippen auf ihren Mund. Auf der Standuhr stand ein kleiner Cupido aus Bronze, der seine Arme auf einer vergoldeten Girlande ruhen ließ. Zuweilen lachten sie über ihn, aber wenn sie Abschied nehmen mussten, erschien ihnen alles ernst. Regungslos standen sie einander gegenüber und sagten immer wieder zueinander, »Bis Donnerstag, bis Donnerstag!« Sie ging die Straßen hoch, kam am Croix Rouge an, holte ihre Überschuhe hervor, die sie am Morgen unter einer Bank versteckt hatte, und zwängte sich auf ihren Platz zwischen die ungeduldig wartenden Reisenden. Am Fuß der Anhöhe stiegen einige aus. Schließlich blieb sie allein in der Postkutsche zurück. Dort, wo die Straße anfing, bergauf zu gehen, trieb sich zwischen den Postkutschen ein armer Landstreicher herum. Er folgte dem Wagen und sang sein kleines Lied. Oft an warmen, sonnigen Tagen die Mädchen von Liebe zu träumen wagen. Und im Refrain kamen Vögel, Sonne und Blätter vor. Manchmal erschien sein kahler Kopf hinter Emma. Sie stieß einen Schrei aus und Hivert trieb seinen Scherz mit dem armen Teufel. Er fragte ihn lachend, wo denn seine Liebste sei. Zu Hause erwartete sie Charles. Donnerstags hatte die Schwalbe stets Verspätung. Endlich kam Madame. Hastig umarmte sie ihre kleine Tochter. Das Essen war noch nicht fertig, es war ihr kein Problem. Sie hatte Nachsicht mit der Köchin. Diesem Mädchen schien nun alles erlaubt zu sein.
Ihrem Mann gegenüber war sie liebenswürdiger als je zuvor. Sie machte für ihn Pistaziencreme und spielte ihm nach dem Abendessen Walzer vor. So hielt er sich für den glücklichsten aller Sterblichen. Und Emma lebte in völliger Sorglosigkeit, als eines Abends die Frage kam: »Du nimmst doch die Klavierstunden bei Mademoiselle L'Empereur, nicht wahr?« »Ja?« »Nun, ich habe sie kürzlich bei Madame Liegard gesehen«, sagte Charles. »Ich habe sie nach dir gefragt, aber sie kennt dich nicht.« Das schlug ein wie ein Blitz. Doch Emma antwortete mit größter Nonchalance: »Ach, sie wird sicher meinen Namen vergessen haben.« »Oder vielleicht gibt es in Rouen mehrere Demoiselles L'Empereur, die Klavierlehrerinnen sind?«, sagte der Arzt. »Mag sein.« Dann sagte sie lebhaft: »Ich habe noch ihre Quittungen, warte, schau.« Und sie ging zu ihrem Schreibtisch, wühlte in allen Schubladen, brachte die Papiere durcheinander und schien am Ende so glaubhaft den Kopf zu verlieren, dass Charles sie energisch bat, sich nicht so viel Mühe zu machen wegen dieser albernen Honorarnoten. »Oh, ich werde sie noch finden«, sagte sie. Und tatsächlich fand Charles am nächsten Freitag beim Stiefelanziehen in der dunklen Kammer, in der seine Kleider aufbewahrt wurden, ein Blatt Papier zwischen dem Futter und seinem Strumpf. Er nahm es und las: »Erhalten für 3 Monate Unterricht, zuzüglich weiteren Bedarfs, die Summe von 65 Francs. Félice L'Empereur, Musiklehrerin.« »Wie zum Teufel kommt das in meine Stiefel?« »Sicher ist das aus der alten Schachtel mit Rechnungen herausgefallen, die oben auf dem Regal steht.« Von diesem Augenblick an war ihr ganzes Leben nur noch ein Machwerk aus Lügen, das sie sorgsam mit Schleiern umhüllte, um ihre Liebe zu verbergen. Das Täuschen wurde ihr zum Bedürfnis, zur Sucht und zur Lust und ging so weit, dass sie stets das Gegenteil dessen sagte, was sie meinte. Eines Tages, als sie gerade das Hotel de Boulogne an Léons Arm verließ, begegnete ihr Monsieur Lheureux, und sie bekam Angst, denn sie fürchtete, er würde es ausplaudern, doch so dumm war dieser nicht. 3 Tage später betrat er Emmas Zimmer, schloss sorgfältig die Türe und sagte: »Ich brauche Geld.« Sie erklärte, dass sie ihm nichts geben könne. Lheureux begann zu jammern, erinnerte sie an all die Gefälligkeiten, die er ihr erwiesen hatte. Tatsächlich hatte Emma bisher nur einen der beiden von Charles unterzeichneten Wechsel bezahlt. Was den anderen anlangte, so hatte der Kaufmann ihrer Bitte entsprochen und ihn durch 2 neue ersetzt, die sogar mit einer sehr langen Laufzeit erneuert worden waren. Er zog nun eine Liste der nicht bezahlten Waren aus der Tasche. Da waren die Vorhänge, der Teppich, der Stoff für die Fauteuil, mehrere Kleider und verschiedene Toilettartikel, deren Wert sich zusammen auf die Summe von ungefähr 2000 Francs belief. »Lassen Sie mir die Rechnung hier«, sagte Emma. »Oh, das ist nicht nötig«, erwiderte Lheureux. An einem Donnerstag blieb sie in Rouen und kehrte nicht nach Yonville zurück. Charles verlor darüber den Kopf und die kleine Berthe, die nicht ohne ihre Mutter schlafen gehen wollte, weinte herzzerbrechend. Justin suchte sie allerorten auf gut Glück. Monsieur Homais vernachlässigte seine Apotheke. Um 11 Uhr nachts konnte Charles es schließlich nicht mehr aushalten. Er spannte an, sprang auf den Kutschbock, hieb auf sein Tier ein und kam um 2 Uhr früh im Croix Rouge an. Niemand war da. Er dachte, der Notarsgehilfe könnte sie vielleicht gesehen haben. Das Haus, in dem der Notarsgehilfe wohnte, hatte weder Klingel noch Türklopfer und auch keinen Portier. Charles trommelte mit den Fäusten gegen die Fensterläden. Ein Polizist kam vorbei. Da hatte er Angst und ging weiter. »Ich bin verrückt«, sagte er sich. »Bestimmt hat man sie bei Monsieur Lormont zum Abendessen eingeladen.« Familie Lormont wohnte aber nicht mehr in Rouen. »Sie wird geblieben sein, weil sie sich um Madame Dubreuil kümmern wollte.« »Nein, Madame Dubreuil ist ja schon seit 6 Monaten tot.« »Wo ist sie dann?« Da kam ihm eine Idee. Er fragte in einem Café nach dem Adressbuch und suchte eilig den Namen von Mademoiselle L'Empereur. Sie wohnte in der Rue de la Renelle de Maroquinier, Nummer 74. Als er in diese Straße einbog, sah er Emma am anderen Ende. Er stürzte auf sie zu, umarmte sie, indem er rief: »Wer hat dich gestern aufgehalten?« »Ich war krank. Was hat dir gefehlt? Wo? Wie?« Sie fuhr sich mit der Hand über die Stirn und antwortete: »Bei Mademoiselle L'Empereur.« »Das habe ich mir gedacht. Ich war auf dem Weg zu ihr.« »Oh, das ist nicht nötig. Sie ist gerade ausgegangen. Aber sei in Zukunft nicht so ängstlich.
Ich fühle mich nicht frei, wenn ich weiß, dass dich die geringste Verspätung so aufregt. Verstehst du? Das war eine Art Erlaubnis, die sie sich verschaffte, um ihren Eskapaden in Hinkunft freizügiger nachgehen zu können. Und sie nutzte diese nach Belieben reichlich aus. Eines Tages, als sie sich früh getrennt hatten und sie alleine über den Boulevard zurückging, erblickte sie die Mauern ihres Klosters. Da setzte sie sich auf eine Bank in den Schatten der Ulmen. Wie friedvoll war diese Zeit doch gewesen. Wie sehnte sie sich jetzt zurück nach all den unauslöschlichen Liebesgefühlen, die sie sich anhand der Bücher vorzustellen versucht hatte. Die ersten Monate ihrer Ehe, ihre Ausritte in den Wald, der Vicomte, der Walzer tanzte, Lagardy, der sang, das alles zog vor ihren Augen vorüber. Und Léon erschien ihr plötzlich in ebenso weiter Ferne wie die anderen. Dabei liebe ich ihn, sagte sie sich. Trotzdem, sie war nicht glücklich, war es nie gewesen. Woher kam es nur, dass das Leben so unzulänglich war und dass alle Dinge, die etwas bedeuteten, sogleich vermoderten? Und wenn es irgendwo noch ein männliches Wesen gab, wertvoll, stark und schön, voll Begeisterungsfähigkeit und Feingefühl, ein Dichterherz in Engelsgestalt, das auf einer Leier mit ehernen Saiten einen elegischen Hochzeitsgesang zum Himmel hinaufschickte, warum könnte sie diesem nicht zufällig begegnen? Ach, die reine Unmöglichkeit. Nichts lohnte im Übrigen die Mühe, danach zu suchen. Alles war Lüge. Jedes Lächeln verbarg ein Gähnen der Langeweile. Jede Freude ihren Fluch. Jedes Vergnügen seinen Ekel. Und die besten Küsse hinterließen auf den Lippen nur die unstillbare Begierde nach höherer Wollust. Ein metallisches Rasseln tönte durch die Luft und man hörte die Klosterglocke viermal schlagen. Schon 4 Uhr. Es schien ihr, als sitze sie seit einer Ewigkeit hier auf dieser Bank. Aber eine Unzahl leidenschaftlicher Gefühle kann in einer Minute zusammenkommen wie eine Menge von Menschen in einem winzigen Raum. Emma hing ihren Gedanken nach und sorgte sich so wenig um das Geld wie eine Erzherzogin. Eines Tages jedoch erschien ein ärmlich aussehender, roter Kahlkopf in ihrem Haus und gab an, im Auftrag von Monsieur Vinsart aus Rouen zu kommen. Höflich überreichte er ein Schriftstück. Es war ein Wechsel über 700 Francs, von ihr unterschrieben, den Monsieur Lheureux, trotz aller seiner Beteuerungen, an Monsieur Vinsart weitergegeben hatte. »Was für eine Antwort bringe ich Monsieur Vinsart?« »Nun«, antwortete Emma, »sagen Sie ihm, dass ich sie nicht habe. Nächste Woche. Er soll warten, ja, nächste Woche.«